Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von mir, Darkus Games, und diesmal wieder zurück mit Edermark, wie man sieht. Ganz erstaunlich, ist eigentlich jetzt schon die zweite oder glaube ich sogar dritte Aufnahme. Die vorige Aufnahme ging irgendwie ein bisschen in die Hose, weil ich ein bisschen übersteuert habe. Ich hoffe, es ist diesmal nicht so, ich hoffe, die Musik ist nicht so laut. Falls nicht, tut es mir natürlich leid. Ich versuche es natürlich zu ändern. Wir beginnen gleich mal Mordor Lothlórien. Ich dachte, erstes Match, also ein gut bekanntes Volk. Diesmal aber auch mit halbwegs fairen Einstellungen, nachdem es ja mit unbeschränkter Kommandopunktanzahl für Mordor ein bisschen zu leicht ist und ich auch besser werden will. Und ich dachte mir, Leute wollten Edermod sehen, weil eigentlich schreibt mir kaum einer in die Kommentare, das macht mich sehr traurig. Aber ihr wollt Tetheringe sehen und diesmal sogar an sich in der besten aufgelösten Grafik. Ich muss auch noch dieses eine Patch-Up hineinladen, dass man halt die, ja, damit das halt besser aussieht. Aber mehr dazu gleich nach dem Intro, weil, naja, nach dem Intro wird es wahrscheinlich leichter sein. So, und zwar, ich dachte mir, wir gehen mal leicht Mordor-Kaserne, typisches Schema, Wochenende Bootposten und vor allem ein Waffenlager. Ist ja sehr gut, wenn man einmal alles hat und ein goldiges Waffenlager bauen, aber es geht auch ohne. Dann bauen wir gleich ein Nazgul, einmal das und noch einen Helden und wir haben schon unsere komplette Ausrüstung, die wir vorerst brauchen. Außerdem noch Saurons Auge natürlich, weil wir sind ja gerne Stalker. Und dann schicken wir mal unsere Orks los, um uns ein paar Ländereien zu besorgen. Weil, ja, Orks, wie gesagt, sehr gutes Kanonenfutter sind. So, und so jetzt ist natürlich die Frage, was wollte ich denn eigentlich alles erzählen? Weil es ist ja jetzt schon die zweite Aufnahme und ich weiß es exakt nicht mehr ganz genau, was ich schon gesagt habe, was ich noch nicht gesagt habe. Ich glaube noch nicht, habe ich gesagt, dass ich an sich, warum habe ich eigentlich so lange nicht mehr aufgenommen? Warum seht ihr das jetzt zum ersten Mal seit langem? Und zwar hat es damit zu tun, dass ich eigentlich einen Bug hatte. Anscheinend sogar einen, der schon sehr häufig aufgetreten ist. Und zwar eigentlich, dass es ein... bei mir wollte es einfach nicht mehr. Ich habe zuerst gedacht, es liegt daran, dass mein Spiel zu alt ist. Aber anscheinend... nein. Anscheinend war es ein normaler Bug. Und er wurde gelöst. Wir haben... das ist nämlich schon das zweite Thema, was ich sagen wollte. Karaskaladron war, glaube ich, der Account. Er hat mir nämlich ursprünglich gefragt, ob wir zusammen ein paar Videos machen wollen, beziehungsweise ob ich mit ihm Videos machen will, eher so gesehen. Und ich will natürlich gerne mit anderen Leuten Videos machen, weil ich finde es interessanter, zusammen was zu machen. Da kann man mit einer anderen Person reden und ich bin gut mit einer anderen Person reden. Daran bin ich ausnahmsweise immer sehr gut. Und ja, also wir wollten das dann an sich... okay. Und ja, wir haben dann halt was ein bisschen geredet. Ich habe gesagt, ja, ich habe gerade so einen eigenartigen Backen, das geht gerade bei mir nicht. Und er sagt so, ja gut, sag mal, was das Problem ist. Ich sage, öffnet sich nicht. Sagt er, ja, altbekanntes Problem. Der kann sich anscheinend wirklich mit dem Thema aus. Und ja, wir haben halt jetzt dann ein bisschen das Problem gelöst. Und jetzt kann ich halt spielen, wenn man sie offensichtlich sieht. Natürlich mit Edermod. Und ich will feststellen, dass auch wenn es in meinem letzten Video nicht ganz so leicht zu sehen war, ich bin nicht gegen den Edermod. Ich bin für den Edermod. Ich mag es, was sie machen. Ich finde, ihre Arbeit ist gut. Aber ich finde auch, dass sie vieles, dass sie sehr viel Potenzial dafür weggeben mit der ganzen Geschichte. Weil alles, was sie bis jetzt gemacht haben, war minimalistisch. Das hier ist alles ziemlich minimalistisch gedacht. Und ich mochte sie eigentlich deswegen, weil sie richtig aufwendig neue Modelle eingefügt haben und alles. Sehe ich ja nicht. Das sind auch immer dieselben Modelle wie in der letzten Version, nur in Neuauflage eigentlich, nur mit neuen Gebäuden. Die neuen Gebäude, die sehen ziemlich cool aus, meiner Meinung nach. Aber dieses, es hat schon wieder ein paar kleine Neuigkeiten, neue Sachen dabei. Nur nicht wirklich so was Großveränderliches. Nichts wirklich Großes, wie es damals war, als ich es entdeckt habe. Und deswegen mag ich es irgendwie nicht mehr so gerne. Ich kann verstehen, wenn es Leute mögen. Ich mag es ja selber. Nur diese ganze Sache mit, wir können, wie ich schon angesprochen habe, du kannst machen, was du willst, du gewinnst trotzdem. Ich könnte jetzt hier, ich könnte jetzt Minas Morgul oder Dalgul nehmen, ich gewinne so oder so. Ich muss es gar nicht nehmen. Ich könnte euch auch einen Außenposten nehmen und mit der Trolle hinspazieren und könnte mit Trollen spammen. Ich gewinne. Und darum, das mochte ich beim anderen viel lieber, dass du den Hexenkönig gebraucht hast, dass du gewisse Einheiten gebraucht hast, wirklich zum Gewinnen. Das war einfach, konntest theoretisch auch Ork rushen, dann hast du auch gewonnen. Aber es war einfach ein sehr schönes Prinzip und ich mochte es einfach. Das sehe ich halt jetzt einfach nicht mehr. Und deswegen, ja, habe ich mich dazu entschieden, ich mache jetzt ein kleines Video, zeige euch den Mod vor allem. Ich hoffe vor allem, dass manche von euch ihn dadurch erst gefunden haben. Vor allem, dass
ihn auch unterstützt, weil er ist ein toller Mod an sich, was er macht. Er ist, hat sehr viel Potenzial. Er nutzt dieses Potenzial vor allem auch mit seinen Festungsbauten. Und ja, das war's dann eigentlich. Das war's alles zum Thema Epic Mod ist an sich. Wenn Epic Mod jemals eine Demo rausbringt oder irgendwas derartiges, dann ja, ich werde Videos davon machen. Sowas von Videos. Sowas von viele Videos. Ich werde Videos gerade zu spammen. Er wird auf jeden Fall meine Unterstützung hat er auf jeden Fall. Also das kann ich jetzt schon mal sagen. Unterstützungstechnisch werde ich ihn auf jeden Fall unterstützen, soweit ich kann, soweit viele Zuschauer an den Land ziehen für ihn, wie ich nur will, beziehungsweise wie die Leute wollen. Und ja, den Rest dazu kann ich leider jetzt nicht sagen. Und wir schauen lieber mal zu, wie ich spamme, weil ich hatte eigentlich vorgehabt, nicht in diesem Video zu arg zu spammen. Ich sehe gerade schon wieder, ich spamme. Ohne Hölle. Ich spamme einfach. Ist immer meine Eigenschaft, ich spamme gerne. Ich bin ein bisschen erstaunt, was die Elben gerade machen. Weil eigentlich hätte ich erwartet, dass sofort mit ein paar Typen rübergerannt kommen, aber im Moment sieht so noch relativ gut aus. Da kommen wieder solche langweiligen Standardeinheiten. Ich hab nämlich vorhin ein Match aus Lothlorien gespielt, um euch das halt zu zeigen. Aber ja, es hat keine. Ich dachte jetzt irgendwie so, dass er mich gleich wegreißen wird, weil Isengard hat mich letztens wirklich sehr schlecht getroffen. Könnte sein, dass es nur dran lag, dass es Isengard war, aber. Jo. Das sieht ganz schön nett aus eigentlich gerade im Moment. Wir haben noch ein bisschen weniger Einheiten. Ich würde jetzt auch gerne mal kurz ein paar normale, das ist sehr ungewöhnlich für mich ist, auch andere Einheiten bauen, weil ich brauche sie erstaunlicherweise sogar vielleicht gegen Lothlorien. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Lothlorien oder Lothlorien. Ich hoffe zumindest, dass ich es richtig ausspreche. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich hoffe es. Ich hoffe auch, dass es nicht, ne, dass jetzt nicht das Video übersteuert so sehr. Das wäre ein bisschen traurig, da muss ich vielleicht drüber nachdenken, was anderes zu machen, weil ich will jetzt nicht zehnmal dasselbe aufnehmen, das wäre nicht so lustig. Und wir haben schon wieder ziemlich viele Orks. Ich mache mir nur Sorgen drum, warum ich Orks nicht so gerne spam, oder es sieht noch wie aus, aber es, du weißt, sobald der Gegner einmal mit Pferden kommt, obwohl, oder Florian hat keine Pferde, sobald der Gegner einmal mit guten Einheiten kommt, hast du verloren. Das ist einfach so. Es ist so. Da kann man schwer was dagegen machen. Und wir haben eigentlich, kommen wirklich Rohstoffe noch immer nicht, so, noch mehr davon. Und dann haben wir eigentlich noch immer keine. Ja gut, ich glaube, ich werde sogar diesmal ohne Minas Morgul und so gewinnen. Weil ich nicht ganz einsehe, dass ich sie brauche. Es kommt mir so vor, wenn du Minas Morgul oder so nimmst, dass du dann sogar verlierst eher, als dass du gewinnst. Weil diese Teile da oben gibt es so einen großen Advantage, so einen großen Vorteil kampftechnisch, den du dann durch nicht ausnutzen kannst. Okay. Okay, man sieht gerade Hexen, Nazgul ziemlich stark beschädigt. Ich mache mir Sorgen, dass die da reinschießen werden, einfach ohne Sinn. Ich glaube, sie schießen da sogar rein. Dann ziehen wir uns lieber mit dem mal zurück und wir töten sie da drüben. Okay, dann beginnen wir zu tanzen. Gut, jetzt ziehe ich mal wieder kurz zurück und ihr zerstört da oben mal kurz die, ja, das ist ein ganz gutes Gebäude, das ist auch ganz toll. Und ich finde auch immer das Tolle, du schwimmst ja für mich geradezu in Geld als Motto und das ist ja gerade auch das, was ich so gerne hätte. Wäre es nur so leicht auch im Real Life. Einfach Einheiten spammen, das wäre schön, aber geht leider nicht, weil ich leider keine so große Armee besitze wie Mordor und auch nicht so viele Schlachthäuser. Das wäre ziemlich leicht mit Schlachthäusern. So, und wir rennen jetzt mal den Gegner entgegen und müssen versuchen, oh. Sounds Auge ist weg. Gut, das ist ein bisschen schlecht, weil der Buff ist doch ziemlich ausschlaggebend. Ich muss schon sagen, diese ganze Buff-Sache, Mordor spielt wirklich nur mit Buffs. Wenn du das nicht, wenn du keine Buffs hast, dann hast du ziemlich verloren. Deswegen schicke ich jetzt auch mal kurz ein paar Leute da runter, weil das interessiert mich jetzt schon. Oh, warte, wir können sogar Katapulte bauen und bauen uns einen Katapulten, einen Rambock. Und diese da sind gerade ziemlich wichtig. Ich glaube, ich sollte diese hier umbringen. Es interessiert mich jetzt nicht, dass ich den Höhlentroll kann mir ziemlich egal sein, solange der da ist, habe ich eher eine gewisse Sicherheit. Nur, ohne diesen Höhlentroll, nur diese Typen noch nervig werden. So, ihr könnt die auch mal kurz aufhalten, bitte. Danke. Da habt ihr die Bogenschützen. Oh, das ist echt, da ist Gollum. Oh, wir haben den neuen. Ja, war's easy. Das könnte sicher eine ziemlich schnelle Runde werden, wenn ich jetzt noch Sauron habe. Wäre es doch nur so leicht, auch in. Wäre es noch auch in einem Multiplayer-Match so vielleicht? Okay. Mordor.
What the fuck? Das war jetzt ziemlich leicht. Ich liebe Mordor. Ich liebe es einfach. So, dann kaufen wir sie mal kurz hier Redungul. Und wir rennen da noch hinein und haben jetzt da Bogenschützen. Und im Prinzip kann ich mir jetzt einfach noch kurz auf Einheitenstärke gehen. Und auf einen Rambock. Und wie sieht es eigentlich gerade damit aus mit den Katapulten, die wir vorher hatten? Wo ist das jetzt auch schon wieder? Da ist es. Ich sag das mal so. Eine Sache, die mich immer wieder nervt, ist an sich, dass Sauron nicht mächtig ist. Also er kommt mir nicht mehr so mächtig vor wie... Ich weiß schon, weil er eine Standardeinheit eigentlich schon beinahe ist. Aber er kommt mir nicht so mächtig vor wie andere Helden. So, wir schießen da mal drauf. Und jetzt haben wir hier eine riesen Ork-Armee. Und ich glaube, ich kaufe mir jetzt hier noch ein Schlachthaus. Und wir rennen jetzt hier nach vorne. Und wir töten die jetzt einfach mal. Relativ töten. Ich glaube eigentlich, weil wir da was machen müssen, groß. Das heißt, eigentlich können wir gleich hier durchrennen. Da kommt noch ein Baum. Oh, deutlich gesehen, Baum. Und eigentlich im Prinzip, im Moment gerade eben, schwimme ich geradezu in Geld. Das heißt, ich sollte jetzt eigentlich sogar noch mehr ausgeben. Und jetzt habe ich schon wieder kein Geld mehr. Man sieht schon, wie unglaublich teuer diese Einheiten alles sind. So, die bringen wir dann gleich mal nach vorne zu Lothlorien. Die töten wir hier schnell, bevor sie uns noch mehr entdrücken. Also eigentlich sollten wir die dann auch töten. Egal, nein. Nein, das machen unsere Einheiten für uns. So, wir töten die dann mal. Und ich brauche noch einen Urukai. Warum Lanzenträger? Natürlich normale Ankämpfer. Und die bringen wir dann schon mal nach vorne. Und im Prinzip haben wir eh schon gewonnen. Das war jetzt eine ziemlich schnelle und kurze Runde. Ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Also, so gewinnt man als Mordor definitiv. Weil, ich meine ganz ehrlich, man muss nur den Ring finden. Man hat gewonnen. Dieser überall Global Buff ist ziemlich unglaublich effizient. Kann dir extremst viel helfen. Vor allem dann noch kombiniert mit Nazgul Debuff und Saurons Auge. Und Gorbak, der leider tot ist. Das war jetzt definitiv nicht gewollt. Ganz ehrlich, Gorbak brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Ich glaube, ich setze doch lieber auf eine zweite Festung. Ich speise einfach auf 3000 Punkte und kaufe mir eine zweite Festung. So, und wir rushen jetzt durch bis zu der gegnerischen Hauptfestung. Und zerstören sie mal schön schnell. Was ich ziemlich interessant finde. Okay. Du solltest bitte nicht in der ersten Reihe stehen. Ja, von wo kam der Baum? Okay, dann töten wir die mal schnell. Ihr greift das bitte an. Tatsächlich verlieren wir gerade sehr viele Einheiten und ich bin gerade ein bisschen in Panik. Oh Gott, ihr schreckt mal kurz auf, rennt weg. Danke, dann können wir euch nämlich viel leichter töten. Und eigentlich können wir sogar noch ein bisschen mehr Orks spammen, wenn wir eh gerade so im Gewinn sind. Und dann könnten wir auch gleich noch mehr Katapulte bauen und diese Katapulte auch nach vorne schicken an sich. Mit mehr Orks und allem und... Eigentlich an sich hatte ich vor, ja gut, Dol Guldur. Normale Festung einfach. So, dann haben wir schon. Oh, eigentlich haben wir, glaube ich, jetzt gewonnen, oder? Das ist jetzt ein interessanter Bug. Ich glaube, das haben sie, könnten sie wirklich eingefügt haben, weil es die Leute genervt haben, dass sie verlieren, wenn sie sobald sie das Hauptgebäude verloren haben, weil das kann ich gut verstehen, das ist ziemlich unfair. Du rushst einfach mit einem Rambock oder ein paar Gebäuden einfach durch und hast gewonnen schon. Es ist ziemlich unfair und ich kann es doch gut verstehen und ich finde es auch ganz in Ordnung. Und mir fällt gerade auf, wir könnten so viele Punkte bereits investieren. Ja, bleiben wir einfach mal dabei. Und wir müssen jetzt leider mal unsere Katapulte verteidigen, weil wir versuchen gerade uns ein bisschen in die Mangel zu nehmen. Und das ist tatsächlich ein kleines Problemchen. Ihr kommt mal auch bitte kurz nach vorne. Und wir halten die mal kurz auf, bevor die einen großen Schaden anrichten. Weil die können doch ein klein wenig Schaden anrichten. Irgendwo hatten wir doch mal einen Rambock. Da sind natürlich sogar noch Einheiten, die ich vorher übersehen habe. Hatten wir nicht mal irgendwann einen Rambock? Okay, die Ents hassen mich. Wir müssen mal kurz weg hier. Und ich glaube sogar, wir könnten uns hier ein paar Einheiten leisten. Sogar alle drei von denen. Das ist eine sehr gute... Und jetzt, das ist wirklich die einzige Sache, die ich an Mord in diesem Mod
wirklich gut finde mit dieser Version, die haben ein anderes Aussehen, je nachdem, ob du die drin oder außen kaufst. Und das finde ich ein kleines, nettes Feature, aber halt, wie gesagt, klein. Und da war unser Nazgul. Und der kostet keine Ahnung, hatte 1100. Ja, Spamming hat seine Kosten. Okay, haltet diese bitte auf. Bitte. Oh, sie haben es wieder aufgebaut. Okay. Wir sollten jetzt langsam mit Ending da hinten zerstören, weil der ist ein bisschen nervig. Man unterschätzt ein bisschen die Ends, wenn man die ganze Zeit gegen die spielt. Unterschätzt man sie ein bisschen. Ich glaube, ich sollte beim nächsten Mal auf Florian spielen, will ich auch wirklich zu denen rushen und die auch wirklich schnell kaufen. Weil es scheint mir gerade so, schon so, als hätten sie einen ordentlichen taktischen Vorteil. Ich meine, sie sind mehr oder weniger Kavallerie. Halt, nur mehr oder weniger. So, du schaltest mal die bitte kurz aus. Und ich habe da drüben drei Katapulte angenommen. Ich schaffe das nicht. Die drei schaffen das. Und jetzt einfach nur, weil es schön aussieht, kaufe ich mir auch ein paar Nazgul, weil Nazgul immer sehr schön sind. Vor allem im Morgenrot. Und ihr seid so unglaublich unfähig, wisst ihr es? So, ihr rennt da jetzt bitte rein. Während die da drüben versuchen, euch diese vom Hals zu waschen. Ihr haltet den schön von Hals und wir zerstören das jetzt endlich, weil es hat jetzt schon langsam viel zu lange gedauert, dafür, dass wir schon vor der Festung stehen. Wollt ihr mich verarschen? Egal, es ist nur noch ein Gebäude. Ihr seid so unglaublich unfähig. Wisst ihr das eigentlich? Gar die Katapulte ist jetzt unnötig. Egal, kommt noch mehr Orks. Wann habe ich zwei Trolle gekauft? Keine Ahnung. Schick sie in die Front. Okay, habt ihr gerade Schlagen gesagt? Das hört sich ziemlich falsch an, nach meiner Meinung nach. Endlich, ihr habt ein Hindernis aus dem... Ihr seid so komplett unfähig, ey. Das, Habt ihr die schön beschäftigt? Ja, ihr habt sie schön beschäftigt. So, und jetzt beschäftigt sie nicht nur, sondern verhindert auch, dass sie noch mehr rekrutieren. So, uns fehlt nur noch dieses eine klitzekleine Gebäude und ihr haltet die bitte auf. Danke. Ihr seid so unglaublich unfähig manchmal. Schafft es bitte. Bitte, beeilt euch. Ich weiß, ich spiele gerade sehr risky mit meinen Ringhelden, aber... Okay, gut. Ich spiele zu risky. Ich schicke ihn weg. Ich meine, ich hätte irgendwie erwartet, dass es dann nachdem was Sauron ist und alles in allem, dass sie es schaffen würden, aber okay, dann halt nicht. Wir haben noch eine Einheit von denen und gut, das schaffen sie jetzt. Verhindert bitte. Ihr seid so. Okay, wir haben da. Okay, gut, wir hatten die da unten schön fest. Die kann ich da auch noch unten hinschicken und eigentlich soll ich da theoretisch auch mal langsam was bauen, weil ich habe 4000 Punkte. Ja, wir bewegen die mal auch da hinauf. Und Sauron hat im Moment gerade echt wenig zu tun. Eigentlich, wenn ich klug wäre, hätte ich ihn vielleicht davor noch dort gelassen, um was zu bekommen. Wir rekrutieren weiter Ringhelden, wir schicken alle mal rüber. Und im Prinzip ist es gewonnen. Da noch ein Enting, der ist auch gleich weg. Und da noch ein einziger Schuss. Es sei denn, dieses Katapult ist so unfähig und... ihr seid so unglaublich unfähig. Jetzt haben wir gewonnen. Nein, haben wir nicht, weil sie genau in dem Moment... Gottverdammtes... Ach Gott. Okay. Gut, ihr bekommt jetzt noch eine Chance für mir Katapulte, indem ihr dieses Gebäude zerstört. Bitte. Nein, du gehst wieder raus. Oh Gott. Feuer, bitte. Alle. Einfach alle. Schieß einfach drauf. Es sind 5 Katapulte. Ihr müsst doch... Nein, dieses da hinten ist zu unfähig. Okay. Gut, meine Damen und Herren, so gewinnt man im Edermod mit Mordor einfach instant den Ring finden. Sobald du den Ring hast, hast du gewonnen. Und das ist auch ein schönes Balance. Entschuldigung, dass ich bin, glaube ich, schon wieder zu nahe gekommen. Schön gebalancedes Volk. Du gewinnst, indem du den Ring findest. Der Ring wird dir so ziemlich einen ziemlich starken Buff geben. Der Buff reicht, damit alle Orks gleichzeitig zu stark werden. Einfach über das Feld rennen und alles niedermähen. Du drückst dich schön zurück zu ihrer Basis, wo du dann, wenn der Buff vorbei ist, wieder feststeckst. Dann solltest du vielleicht versuchen, dann die 7er Fähigkeit zu bekommen, Dämmerung, was dasselbe Effekt ungefähr ist. Dann einfach wieder zurücktricken, bis du bei ihrem Hauptgebäude bist, das dann mit ein paar Katapulten zerstören, weil ganz ehrlich, zu diesem Zeitpunkt schwimmst du in Geld. Ich meine, wir haben gesehen, meine Rohstoffe bitte kurz. Ab dem Moment, wo ich den Ring hatte, das war, glaube ich, ungefähr hier oder so, Geld immer höher, weil wir es nicht mehr gebraucht haben. Davor haben wir Geld ausgegeben für einzelne Upgrades von Gebäuden, für einzelne Teile, weil ich immer Angst hatte, dass wir vielleicht reinrennen. Muss ich mir nicht mehr machen. Sauron war da. Wir hatten gewonnen.
Und darum sieht man noch 4000 Gold da an diesem Endpunkt. Ich hätte theoretisch was ausgeben können, das war ungefähr so viel, es war mehr, als ich vor am Anfang hatte. Also man sieht schon, als Mordor schwimmst du in Gold. Ich muss also als Saiyan sagen, es war ja nur Mittel. Brutal wäre es wahrscheinlich anders gewesen, aber ich bin doch nicht so gut. Und darum sieht man sich beim nächsten Mal wieder zurück mit Edan-Mod wahrscheinlich oder mit Teso. Ich habe schon eine kleine Idee für ein Teso-Video, daher sieht man sich wieder zurück bei Herr der Ringe, Edan-Mod.